guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma JB Performance GmbH. Das ist Ben. Ben, sag einmal Hallo. Ja, hier war das drin, richtig. Aber das ist jetzt zu. Ja, du schämst dich, ich weiß. Wir werden heute ein wunderschönes Kfz fahren. Ein wirklich wunderschönes Kfz, was wir so auf dem Channel noch nicht hatten. Das ist schon leicht erotisch, wie du hier stehst. Ja, aber guck mal, hier ist auch, er fühlt sich aber. Sind Sie gerade in einer erotischen Stimmung hier? Oh, guck mal, der Blick. Oh. Erotisch. Er ist danach immer so ein bisschen Rabiator. Was hat er denn da mit der Kamera, gell? Ja, ja, aber jetzt ist es besser. Früher war Kamera ganz schlimm. Nee, das war nicht Ben. Wie? Ben hatte nicht Angst vor der Kamera. Doch, klar. Nee. Doch. Das waren andere Hunde, aber Ben glaube ich nicht. Ben fand das auch eine Zeit lang ziemlich doof. Auf jeden Fall werden wir heute einen Motor fahren, ein Klangerlebnis haben von einem Projektauto, was wir ja schon bei uns noch nicht gesehen haben. Und zwar ein Projekt, was du mit dem Basic zusammen machst. Mhm. Wo wir ja auch leichte Diskussionen hatten wegen dem Thema Design. Ja. Aber jetzt haben wir ein gutes Ding. Ja. Ich finde es auch sehr gut. Ich finde auch die letzte Änderung mit der Front. Macht ihr das mit der Front oder nicht? Ja. Auch, ne? Ja. Also wir überlegen momentan noch ein bisschen mit der Höhe von den Lufteinlässen, aber grundsätzlich ja. Das ist neu, ne? Ich bin toter Mann. Jetzt hab ich. Hey, wo ihr ein Whitebody-Kit macht, ja. Wenn der Name Belzec fällt, ist es eigentlich automatisch ein Whitebody-Kit. Ja. Wir können mal Bilder reinmachen, wie das Ganze aussehen wird, weil da gab es nämlich viele Diskussionen, für die, die es nicht gesehen haben beim Belzec, Diskussionen wegen dem Kurflügeldesign. Ja. Und da bin ich echt froh drum, dass dann doch das geworden ist, was ich am Anfang irgendwie wollte, weil ihr beide wart nicht ganz so der Meinung. Stimmt, ja, das muss ich echt sagen. Also hast du einen guten Riecher gehabt. Das sieht besser aus. Ich habe, ja, ich meine, da bin ich ja nicht beratungsresistent. Ich habe ja mit Stevie und so weiter. Wir haben ein bisschen gesprochen. Philipp, was ist denn da los? Ja, was ist denn? Ich kann mich gar nicht konzentrieren, Kollege, wenn du mich da so anguckst. Oh ja. Du bist aber ein bisschen unsensibel, wenn du über einen läufst, bist du, gell? Ja, aber ich glaube, es ist auch ein extra Liebesbeweis. Weil wenn er über einen drüber geht, stellt er immer sicher, dass er auf jeden Fall schlurft und überall hängen bleibt und alles mitzieht. Buff. Und neue Front, neue Heckpartie auch und neue Kurflügeldesign, was sehr, sehr geil ist. Und ich glaube auch, dass wir so ein Auto auch irgendwann mal bauen werden. Weil es ist ja gedacht, dass das Kit ja auch in den Verkauf gehen soll. Genau. Ne? Und auf jeden Fall das Basisauto für dieses Projekt steht jetzt dort hinter. Haben wir schon kurz gesehen, ne? Ein silbernes Audi S2 Coupé. Ist kein S2, ist ein V6 umgebaut. Ehrlich, also war kein S2? Nee, war kein S2, weil ich sag mal, ich habe extra so ein Auto gesucht, was mal, ich sag mal, auch ruhigen Gewissens, das ist ein Top-Auto, aber kein Original S2, den man dann irgendwie zerstört. Ne? Was sind denn wirklich die Unterschiede? Bremsanlage vorne, ist die identisch? In dem jetzt nicht. Also der hat eine R8 Bremsanlage, der hat einen 8 Kolben, Festsatz. Wie teuer war das Basisauto, wenn ich fragen darf? Dieses Basis, es war so umgebaut, muss ich sagen. Also das hat jetzt nicht ich umgebaut, das hatte Marcel umgebaut. Viele Grüße auch an dich. Danke, dass du mir dein Auto verkauft hast. Ja, wirklich unscheiß, weil sonst wäre das mit der Zeit schien nie. Hätte das niemals funktioniert. Ich habe damit um die 20 gezahlt. Mhm. Aber das Auto ist wirklich technisch Tico-Taco. Das werden wir gleich sehen. Also das ist, Basis war das ein V6, der auf 15er Turbo umgebaut wurde. Und der 15er wurde auch noch ein bisschen modifiziert. Getriebe ist welches denn? Das ist ein 6-Gang, das CBL-Getriebe aus dem C4 S6, ja, ja. S4. Ja, ja. Also von den Komponenten echt sehr, sehr gut. Der Basismotor ist ein ADU, das heißt ein S2-Block. Aha, okay. Ansaugbrücke aber nicht. Ansaugbrücke nicht, das ist eine AAN umgebaut. Also quasi die du auf deinem B5, glaube ich, auch hast mit der Drosselklappe seitlich, wo man den Kühler, den Wasserkühler schräg stellen muss. So genau. Bisschen. Und was für ein Differential? Also das passende zum Getriebe, klar, aber also ein Langhaltsdifferential passend zum Getriebe ist auch drin. Ja. Also ich sag mal, die technische Basis, die ist wirklich sehr, sehr solide. War nicht absolut ausgereizt. Also es ist halt im Prinzip. Wie viel Leistung hat er jetzt? Bewegt sich so zwischen 400 und 500 PS. Ladeluftkühler? Ladeluftkühler ist selbst gebaut, sind vom 997 GT2 RS, 2 in Reihe. Zwei Stück davon? Mhm. Das passt ja gar nicht. Der hat vorne so eine, der hat extra die RS2 Frontschürze. Kannst du mal gucken. Also, ja. Ich stehe heute ein bisschen auf der Leitung, aber Rufen, ich habe uns jetzt schon so lange nicht mehr gesehen. Wir hatten den Termin nämlich auch fest und das haben wir es trotzdem gemacht, aber ich bin heute ein bisschen Sonne so und heute bin ich echt und Rücken alles zusammen. Ich bin quasi so wie Bens Gesicht. Oh ja, so guck gerade. Mal hier. Was soll denn das heißen? Mir geht's gut, ne? Dir geht's doch gut, oder? Geht's dir nicht gut? Doch, geht's gut. Ja. Das ist schon ein verdammt cooler Hund, ne? Wenn du ihm in die Fresse guckst, wie der guckt, ne? Jetzt kommt er wieder Angriff. Hast du einen Angriff? Jetzt
Genau, das heißt, heute bin ich ein bisschen ruhiger von der Info. Okay. Aber das Saarland ist ja heute stark vertreten. Ja, Saarland, also im Saarland ist man auch mal gerne ein bisschen ruhiger. Ja? Also wir können die ganze Klaviatur. Also wir können ja von Happy Party People über ruhig. Also es ist, du hast alles geboten. Von Abseits? Alles. Wenn du an der Saarschleife stehst und einfach nur mal ruhig vor dich hinguckst. Vor was stehe ich? Der Saarschleife. Ist das eine Rennstrecke? Na, so ähnlich, ja. Aber das zeigt Daniel und ich, wir zeigen dir das mal. Aber du musst mal in Saarland reinkommen zuerst. Ich war doch schon mal da. Ja, aber da hast du uns nicht Bescheid gesagt. Das stimmt. Warst du denn bei Ford oder wo warst du da? Nee, doch, auch. Stimmt, ich war einmal im Werk. In Saarlouis. Ja, Saarlouis zählt aber nicht. Oh, das darfst du. Oh, Daniel. Hab ich nicht gesagt. Oh, Daniel. Saarlouis zählt nicht? Ja, doch. Also der Movo hat gerade gesagt, Saarlouis zählt nicht. Doch, also für alle, die in Saarlouis wohnen, ihr seid nicht aus dem Saarland. Saarlouis laut schon, Movo. Zählt schon, aber das, ach, jetzt ist, doch. Das ist nicht das schönste Eck vom Saarland. Es gibt noch geilere Ecken. Also er hat gesagt, wo ihr wohnt, ja, in Saarlouis ist nicht schön. Also, hat der Movo gesagt. Das muss man nicht sagen. Und jetzt guckt er nach. Nee, nicht da dran lecken. Ja, er will auch Aufmerksamkeit. Ja, aber die Kamera schmeckt nicht. Das kann er gar nicht ertragen, dass er jetzt nicht so im Mittelpunkt steht, ne? Er will ja auch mal ein bisschen hier Entertainment. Aber jetzt geht er rein, jetzt ist er bereit. Könnte mich mal gerne haben. Okay, wir gucken uns mal das Auto an. Und ich fahre momentan daily wieder RS2, also schon geil gerade für mich. Mach mal Häubchen auf. Okidoki. Also. Da kennst du dich am besten mit aus. Also ja. So, das Thema Ladeluftkühler, was du vorhin meintest, das finde ich ja echt spannend. Also, wir haben den Zusatz Wasserkühler hier oben drin sitzen, in der Front. Und da unten ist, jo, das sieht aus wie eine Seite von einem Porsche Ladeluftkühler. Zwei Stück. Ja, zwei in Reihe. Und er hat die Kästen zusammengeschweißt? Ja, das weiß ich nicht genau. Das hat ich ehrlich gesagt, ich habe das Auto, habe ich selbst. Hier. Ich habe das Auto erst seit, ja, tatsächlich. Ja. Ich habe das Auto erst 4 Wochen. Das ist krass, aber. Das ist eine Ladeluftleistung. Also wenn du 2 Ladeluftkühler in der Position so front angeströmt aus dem, was ist das? 997 GT2 Ladeluftkühler, ja. 2 Stück. Ha! Puh. Ja, ist so. Ja. Aber ich meine, in der Position, da geht aber einiges durch. Das ist halt noch eine Sache, die wir uns bei dem Belzec Bodykeeper überlegen müssen, weil die Front natürlich, die er jetzt da designt hat, momentan nicht kompatibel ist mit dem Einlass, ne? Weil der steht relativ weit vorne. Du könntest jetzt hier die Serienfront ja gar nicht fahren. Da müssen wir gucken, dass man unten dann irgendwie die Öffnung hat. Du hast ja eh die Öffnung auch noch dann. Ja, ja. Das Kennzeichen ist zwar davor, aber wir haben ja deutlich mehr Öffnung. Können wir ein Bild reinmachen? Deutlich mehr Öffnung in diesem Bereich hier dazu gekommen. Und unten weiß ich gerade nicht. Das passt nicht, meinst du? Na, unten hat er schon Öffnung, aber der ist ja angelehnt von der Form an die Original-Coupé-Stoßstange. Ja. Und die geht hier leicht nach hinten. Und hier hast du ja den Vorteil, dass das halt um dieses Delta nach vorne versetzt ist. Ja, aber was wir haben ist, zur Kurbelwelle haben wir noch ein bisschen Raum. Was man machen könnte, ist, man könnte da die Anschlussleitung sägen und den ganzen vielleicht ein bisschen kippen, ja, den ganzen Ladeluftkühler. Ja. Und gekippter Ladeluftkühler hat eh ein bisschen mehr Leistung, ja, und sieht als auch ein geil ganz aus. Gerader. Und sieht auch geil aus. Und sieht geil aus. Dann haben wir da unten noch ein großes Blow-Ventil ein offenes, sehe ich gerade. Auch Teil, also komponententechnisch sieht das echt alles ganz geil aus. Ja, vor allem, der hat auch was viele nicht machen, oder viele kann man nicht sagen, aber was nicht jeder macht, der hat einen umgebauten Ventiltrieb, vollmechanisch, also keine Hydrostöße, Trasserstößen, und hat dadurch auch die Möglichkeit, einen höheren Öldruck zu fahren, weil sonst das Problem hast, die Hydrostöße sich aufpumpen. Genau. Und das ist jetzt drehzahlfest bis 8,5. Ja, und hat, logischerweise dann natürlich eine andere Nockenwelle und andere Ein- und Auslassventile. Also er hat den Kopf quasi komplett gemacht. Für den Preis ein geiles Auto, ne? Mit den Recaros drin. Ja. Ist halt zeitgenössisch, vor allem die Coupés haben ja oft das Problem, dass die total rostmäßig echt ziemlich gelitten haben, weil die wurden oft als Winterautos verwendet, und der hat im Schwellerbereich wirklich, der ist nahezu rostfrei. Wirklich, also das Auto ist von der Substanz, der hat hinten mal ein neues Seitenteil bekommen, also unfallfrei ist nicht. Für all die Originalitätsfetischisten. Ja, ja, aber ganz ehrlich, das Auto mit dem Bodykit, das wird ja eh gesägt, genau. Bis zum Umfallen. Ne? Also hat hier, das ist mal neu gekommen, das sieht man, wenn man da reinschaut. Das ist hier unten ein bisschen, also dieses Teil wird ausgetauscht. Mhm. Aber da eh nicht viel stehen bleibt, das wird ja großflächig abgetragen. 76 mm Auspuff oder was hat der? 76, ja. Gut, Intro-Design will ich halt noch ein bisschen was anderes machen. Ne? Aber da werde ich wahrscheinlich 2 Runde nehmen. Mhm. Finde ich auch ganz geil. Ja, und vorne hat er 360 mm Scheibendurchmesser, Bremsscheibe. Das ist die Phaeton-Bremsscheibe, ne? Das ist die Phaeton-Bremsscheibe. Glaube ich. Und ich bin auch nicht 100% sicher. Also der Bremssattel ist ein R8, das weiß ich. Und hinten hat er vom A8 eine 330er Scheibe. Was ja auf jeden Fall ausreicht. Ich meine, bremsanlagentechnisch war bei den Autos eh super nervig, weil die von der Bremsleistung sehr, sehr schlecht waren. Ja. Also die waren jetzt nicht so
so spannend. Ich meine, hast du bei deinem RS2, da hast du die große, die kleine? Also die kleine. Der 304er. Ja, 304 mm. Ist auch nicht so gut. Ja. Aber es ist eher so eine Bremskraftverstärkerproblematik, finde ich, weil das Bremsgefühl ist halt einfach sehr schlecht. Aber das hier auch. Also, ja. Was heißt sehr schlecht? Also, du hast halt immer, wenn du ein modernes Auto gewöhnt bist, im sauberen Druckpunkt, du hast hier keinen sauberen Druckpunkt. Also, du musst relativ viel Weg machen. Die Bremsperformance ist das, was ich bis jetzt so beurteilen konnte, auf den ersten Metern okay, aber du hast einen wahnsinnig langen Pedalweg. Aber geil, für das Geld ist es echt ein geiles Auto. Ja, vor allem der Marcel hat, das muss man echt sagen, du siehst ja schon an der Leitungsverlegung, ob das jetzt jemand hingefummelt hat oder ob er sich da Gedanken gemacht hat. Und ich hatte bei ihm da direkt ein gutes Gefühl und habe ein bisschen an ihm rumgequatscht, ob er es verkaufen will. Weil er hat das echt. Ach, er wollte gar nicht verkaufen. Ja, er hatte schon inseriert, dann hat er es wieder nicht inseriert gehabt und dann haben wir halt telefoniert und der ist halt auch echt ein Benzinkranker. Der hat selbst noch ganz viel, auch ein RS2 noch und so weiter und hat dann gesagt, okay, ja, ein Audi Urquattro hat er auch noch. Oh, ja. Noch besserer Mann. Und ein RS4 B5 hat er auch noch. Ja. Bester Mann. Und der hat gesagt, ja, er gibt ihn dann her. Okay. So, wir beiden Kadetten gehen jetzt hier auf Reise mit diesem schönen Kfz. Ja. Ja. Du fährst. Schlüssel steckt. Ja. Hast schon gesehen, ich habe so ein Lamborghini-Mess gemacht gerade. Hast du? Also, guck mal, für Lambo. Oh, Lamborghini. Da war ich total froh, das haben die italienischen Kollegen mir geschickt. Kleines Dank. Damit du schön gesund bleibst. Ja. Oh, schönes Auto, ne? Ja. Oh, das steht aber auch gut da. Ja, ne? Steht echt gut da. Das ist echt prall. Moin. Hi. Und ich mag eigentlich nicht so gern blaue Autos, aber bei dem R-Golf sieht es geil aus. Golf 7R finde ich auch einen so einen schönen Blauton. Und der 4er-Golf fand ich den R32 auch schon in blau cool. Ja, da gab es zwei. Ja, finde ich auch gut. Und das ist ganz komisch, ich mag normal überhaupt keine blauen Autos. Aber auch dieses BMW M6, dieses, ja. Mach mal ein Bild rein. Ja, ja, ich bin gerade gekickt von deinem Sound. Schon. Was sehr, sehr schön zu beobachten ist, weil ich momentan den RS2 Daily fahre, ist, wie toll der Motor anspricht. Also wir haben einen sehr, sehr schönen Leistungsaufbau bei 2000 Umdrehungen schon. Das macht der serienmäßige RS2 mit dem Serienmotorsteuergerät nicht. Hm. Das Auto hat einen deutlich größeren Turbolader, deutlich mehr Leistungspotenzial auch noch im Turbolader und hat ein viel besseres Ansprechverhalten als das originale Auto. Ja. Also wirklich deutlich. Guck mal, bei 2000 gehe ich rein, auf 2000 Umdrehung und hier kommt ja schon Leben langsam ins Hemd. Und das macht er nicht mehr im RS2. Ja. Was ich auch cool finde, muss ich sagen, der Vorbesitzer, der hat das Auto so gebaut, das fährt sich relativ wie ins, ist relativ seriennah. Also ja, aber tolle Motorlager. Ja, ja. Also Motorlager ist sehr gut aufgehangen. Es fährt sehr stiff. Ja. Es fühlt sich so an, als ob der hintere Wagen so ein bisschen vorläuft. Okay. Ja, da müssen wir eben mal gucken mit den Raddurchmessern. Beim Umbau speziell. Weil da ist ja der Thorsen-Allrad, der ist ja da relativ speziell. Ne? Ja. Da kann ich jetzt nicht zu viel mit den Raddurchmessern variieren. Weil sonst machst du auch das Thorsen. Bei dem Bodykit rundherum gleich. Ja, ja. Kein Risiko. Das passt sonst schon nicht. Ich finde, es passt auch nicht so richtig zu Audi, muss ich sagen. Nee. Eine Mischbereifung. Weil bei Audi ist halt einfach durch das Quattro-Prinzip, du brauchst diese finde ich, da passt einfach, dass die Räder gleich groß sind. Mir auch vom Anstellen, weil das habe ich ja bei euch auch gelernt, ne, wo wir da in Schweden waren. Im Gero. Genau. Gas, 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 Gas! 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 Immer noch links, links, links! Und bleib am Stempel! Das war echt sehr geil. Also ich glaube, es waren die schnellsten Allrad-Drifts, die ich in meinem Leben gemacht habe. Wir waren ja, glaube ich, teilweise, weiß nicht, aber waren sehr schnell unterwegs. Ja, ja. Da ist das Auto auch sich so schön gleichmäßig in die Kurven reinlegt, brauchst du ja alle vier Räder gleich. Ja. Du kannst dich bestimmt auch daran gewöhnen, wenn vorne schmal, hinten breit ist. Aber damit das richtig schön gleichmäßig ist, macht das, glaube ich, mehr Bock so. Ja. Ventil ist ein bisschen spät dran. Der baut den ersten Druck über den Verdichter ab. Hast du gehört, ne? Ja, ja. Da kann man entweder den Kolben ein bisschen bearbeiten, dann ist er auch immer noch dicht, weil die manchmal so ein bisschen hängen. Oder der Unterdruck reicht nicht aus. Dieser dünne Sampo, der dünne kleine Schläuchen, das aufs Ventil drauf geht. Okay. Dass es ein bisschen schneller ist. Mal gucken. Ja. Ist das nicht schlimm? Aber du hast halt das Doppelt. Dann, ja. Aber die Befriedigung von einem Turbomotor ist einfach jedes Mal aufs Neue geil. Ne? Das Coole ist, das Umbauprojekt ist ja bei 40 Jahren, dieses Jahr ist ja 40 Jahre Quattro. Als ob das geplant ist. Als ob das geplant war. Als Jean-Pierre. Ob es geplant ist. 40 Jahre Quattro und da bauen wir so ein Ding. Was für ein Raddurchmesser willst du fahren?
Ja, ich würde wahrscheinlich von der Reifendimension würde ich wahrscheinlich zwei, also gleiche Raddurchmesser bleiben wie hier. 18. Ich würde. Genau, der hat 18, ich will bei 18 bleiben. Mhm. Es gibt Coupé-Fahrer, die machen 19 drauf, das gefällt mir aber nicht so, weil ich will so ein bisschen Racy-Optik auch haben, ja, mit ein bisschen mehr Gummi. Ja. Und das Auto wirkt mit 18, mit 19 Zoll, finde ich, immer so ein bisschen stelzig. Ja, du kriegst die Räder nicht weit genug, ja, genau, in den Körper rein. Ja. In den Wagenkörper gestellt. Wagenkörper gestellt, in den Body. In den Body, in den Body. Nockenwelle ist, glaube ich, auch, also der Motor läuft sehr geil. Ja. Ich vergleiche es wirklich gerade so extrem mit dem RS2, das kannst du nicht. Der RS2 ist diesem Auto so extrem unterlegen, weil läuft super, super, super schön. Da kriege ich fast schon wieder Bock, den RS2 umzubauen, aber mache ich nicht. Weil der RS2 ist halt ja, so das Serie. Das Original. Genau, das, ich mein, muss so sein. Ich meine, dieses Auto war ja auch kein Originalauto, also ein Original V6, aber ich würde so den RS2 würde ich halt umbauen an deiner Stelle. Nein. Dann machst du es kaputt. Ja. Heute Morgen war ich an der Baustelle und da sagt der Bauarbeiter, kommt so raus, guckt den RS2 an. Ne? Lass mich raten, der hat 1 Million PS, oder? Da muss ich so lachen. Der hat 1 Million PS, oder? Nee, nicht ganz. Ja, mit der Farbe muss man überlegen. Genau, Farbe. Weißt du, ich bin ja eigentlich so der Weiß-Affine, ne? Ich weiß. Aber das würde ich mal abraten. Willst du außen Kampfbemalung drauf machen? Ja, ein bisschen. Also ja, dann ist weiß okay, weil dann ist halt der beste Grundträger so, ne, wie so ein Rennwagen halt ist. Ja, ich würde halt ehrlich gesagt, die Designkollegen, der Stevie, der macht mit Sicherheit mir eine coole Interpretation von, sagen wir so einer, ich will jetzt einfach die klassischen Audi Rallye-Farben drauf machen, weil das hat man zu oft gesehen. Ja, ja. Es muss halt irgendwas Neues sein, was Freshes, wie man so schön sagt. Fresh, sagt das heute überhaupt noch? Also wie ich jung war, mich doch nicht. Wie ich jung war, ich bin doch jünger. Hase. Also gefühlt, finde ich, sind wir einen Hauch liegentechnisch entfernt. Ja, stimmt. Also und leider muss man sagen, wie die Zuschauer ja auch immer wieder sagen, dass ich echt auf dem Mond lebe. Ich kenne so viele Begriffe nicht und bin so Oppi-mäßig schon unterwegs. Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es letztlich erst mich angefreundet mit dem Begriff Yalla. Kennst du das? Yalla? Nee. Yalla heißt also auf geht's. Ich kenne Yalla von früher, von den Jungs, die aber in ihrer Muttersprache Yalla sagen. Ja, aber mittlerweile sagt das ja jeder. Ehrlich? Also jeder, überall wo du hinhörst, also ich bin im falschen Milieu unterwegs, klar. Aber jeder sagt Yalla. Bei mir sagt das keiner. Aber ich glaube, bei mir achten sie auch schon drauf. Also, wenn der Chef in der Nähe ist, benutzt keine irgendwelchen Jugendsprachen-Dinger, weil dann klingt der vollkommen aus. Vergleichen. Auto fährt ja wie 2015. Boah, Schaltung ist perfekt, ey. Was ist denn hier drin? Kann man das hier aufmachen? Ich möchte ja gerne mal wissen, das ist eine sehr geile Schaltung. Ja, du bist nicht so der Zeitenjäger. Na, es kommt ein bisschen drauf an. Also ich bin ja eher so der, ich sag mal so, Spaßfahrer. Also ich bin 100, 200 interessiert mich schon mehr wie jetzt so Viertelmeile. Das ist gar nicht so mein Geschäft, muss ich ehrlich sagen. Ich bin halt so ein Kurvenfan, ne? Und ich komme ja aus der Driftecke. Ich fahre halt gern, wie so ein Auto sich anfühlt und dann ein bisschen Spaß in der Kurve das macht. Es gibt mir mehr Befriedigung. Ob der jetzt von, ich finde das schon beeindruckend, wenn ein Auto 100, 200, keine Ahnung was, 4 Sekunden oder 4,5 Sekunden macht, ist geil. Aber ich finde das dann einmal geil. Ich fahre ja dann auf die Autobahn und fahre dann permanent immer nur 100, 200. Das stimmt. Der Reiz ist relativ schnell weg. Und ich sage, bei dem Auto ist halt jetzt so, das wird ja eben breit gebaut mit, ich sag mal, das sind ja eher Maßnahmen, die jetzt die 100, 200 nicht unbedingt verbessern, die Zeit. Ne? Also mit dem Bodykit, was hier draufkommt, die Räder, die draufkommen, wenn du dann noch anstellst und dann noch wirklich fahraktiv, dann bist du gut. Dann ist gut, ja, das wird schwierig. Das ist sowieso so eine Sache, die sich viele auch in den Videospielen, dann werden die Autos in irgendwelchen Bodykits breit gebaut und dann sieht man ja im Videospiel, was da für Reifen draufkommen, das Auto fährt genauso fahrdynamisch wie vorher. Ja, ne? Nee. Also für all die so, also so ein Breitbauauto, wenn dann diese Toyos R88 in 325, 30, 19 draufkommen und der ist warm, da macht ein Auto genau gar nichts. Also da kannst du so viel lenken, wie du willst. Und so viel Leistung haben. Ja doch, also wenn es irgendwann... Also zum Beispiel das Ding, was ja der Ken mit seinem Huni ja, Horn macht. Da ist ja, der hat auch Toyo, aber der hat halt auch Leistung ohne Ende. Da und ist so krass breit sind die Reifen halt auch nicht. Nee, ich glaube, der fährt 295 und um oder so, 285 rum. Aber klar, das Auto ist aber auch ein... Ich bin ja mitgefahren mit dem Ding. Ja. Also mitgefahren. Ja. Okay.
Also da, das war vielleicht eins der überschwänglichsten Autos, die ich je mitgefahren bin, weil die Leistung war so, so mächtig. Ne? Also das Gaspedal, also das war so mächtig, da kannst du das Auto immer anstellen, ja, und immer Räder durchdrehen lassen. Ja, deswegen ist ja eigentlich jetzt gar nicht jetzt auf den Genblock bezogen, sondern so generell, muss ich sagen, ist es ja auch schwieriger, mit einem zu schwach motorisierten Auto zu driften, wie mit einem richtigen Boliden. Wenn du ein schwach motorisiertes Auto hast, total scheiße, dann musst du ja den Punkt zwischen Kurveneingangsgeschwindigkeit und Ausbrechmoment, den musst du ja genau treffen. Beim leistungsstarken Auto, wenn du genug Leistung hast, dann kannst du immer fahren, so bis kurz vor dem Scheitelpunkt, machst einen Lenkungszuckler, latscht aufs Gas und dann der Rest regelt dann schon das Drehmoment. Das läuft nicht gut. Das läuft gar nicht gut hier. Weil die Abfahren ist ja auch jetzt scheiße. Ja, ein bisschen verkackt, Leute. Ja. Wir quatschen einfach weiter. Temperaturen sind alle in Butter. Ja, machen wir mal kurz Pause. Wir stehen jetzt hier gerade in einer Vollsperrung. 24 Stunden Stau, oder? Gab es da einen Film? Oder wie war der? Ja, Mann. 3 Tage Stau. Das war dem Boris eine letzte Sonne. Das ist Superstau. Ja, Superstau. Das war dem Boris eine letzte Sonne. Capri-Sonne. Ja. So, gleich. Okay, dann ja, wir haben Stau, wir haben beide geschwitzt, bescheuert. Das ist das neue Auto. Das heißt, für all die Original-Fetischisten sind, ist es kein S2. Das stimmt, ja. Also es wird ein Auto zersägt, was ohne den Motor einen Preis hat von 3.000 Euro. 3.000 und es war ein Unfall auch. Und ein Unfall auch. Ja. Also man darf. Man darf. Also alles gut, alles im Grundbereich. Was noch? Was sind noch? Was sitzt du? Oder bleibt das so, der Innenraum? Der Innenraum will ich schon ein bisschen was machen. Ich bin noch nicht so ganz übers Motto mehr sicher, ob es jetzt, also so richtig Turbo-Racy nicht, also nicht leergeräumt und Blech, sondern ich bin halt hin und her gerissen, ob ich Rückbank drin lasse, draus machen oder ob ich dann, wenn ich die Rückbank drin lasse, lasse ich die Sitze drin. Ansonsten bin ich vielleicht in der Pole Position oder so nochmal am Überlegen. Mhm. Ich finde ihn aber eigentlich ganz geil. Ja. Ich meine, er hat auf jeden Fall den Schwitz. Hitzetest bestanden? Ja, absolut. Absolut. Er hat alles aufgesucht. Ja, aber es ist lange her, dass ich so im Stau gestanden habe, ohne Klimaanlage, ja. Fenster offen. Das ist so wirklich so gefühlt so 1998, so, ja, wo man so jung war. Das stimmt, ja. Und der Unterschied war, damals hat man noch versucht, dann auch cool dabei auszusehen. Ja, ja, ja. So nach dem Motto, oh, jetzt, ich lass mir nichts anmerken, ist alles cool. Und auch wenn es auch so eine Chromleiste außen hatte und du musstest, wenn du den Arm rauslegst, musstest du immer darauf achten, dass du nicht an die Chromleiste, ja, drankommst, also, weil dann nämlich hier so ein Brandstreifen fehlt. Das ist Branding. Ja. Okay, also, was hat er gesagt, wie viel Leistung soll er haben? Ja, irgendwas zwischen 400 und 500. Ja, ich würde auch sagen, der hat irgendwas um die 450, 480, würde ich sagen. Ja. Bei den Temperaturen. Ja. Okay. So, ich würde sagen, wir haben einen kleinen Anruf bekommen von diesem Projekt. Das Auto werden wir bestimmt noch mal sehen, wenn es gesägt wird. Wer soll das Kit denn dran bauen? Ja, das müssen wir dann überlegen. Wer baut es denn dran? Weiß ich nicht. Können wir machen. Ja, dann baut es. Logisch. Können wir machen. Wir müssen halt nur gut planen. Rad-Reifen-Kombination, weil es ist immer schwer, wenn wir solche Kits machen, also mit dem Beltec zusammen. Keiner weiß ja, was rädertechnisch passen wird, weil es halt noch nicht irgendwie bemessen ist. Wir können natürlich in der Zeichnung gucken, wie breit das ganze Ding wird, hilft dir aber auch nicht den ganzen Weg. Ja, das stimmt. Hilft dir halt nur bis zu einem gewissen groben Punkt, dass du weißt, so viel Überstand ist da. Ja. Nee, ich denke, das sollten wir machen. Wird das denn verklebt oder soll das mit Nieten sein, mit Schrauben sein? Verklebt. Also flächig verklebt? Ja. Okay, dann müssen wir halt noch Farbe gucken. Farbe müssen wir gucken. Farbe wird schwierig, ja. Da bin ich mal gespannt, was wir da machen. Oh, nee, ich wüsste, welche Farbe. Was denn? British Racing Green. British Racing Green. So wie das, es gab ja mal einen Sportquattro in dem. Richtig, Moment. Richtig. Ja. Oh, ich fände es geil. Schluckt aber auch das Bodykit ein bisschen. Das ist so, ja. Ich weiß schon, alle wieder am Rechner so. Oh, es nein, fängt der schon mit wieder grün, mit dem Grün an. Sag mal, kann dem irgendeiner mal das Grün aus dem Kopf schlagen? Oder weiß? Ja, weiß wird halt gut zueinander auspassen. Ne? So, wir sagen tschüss, bis nächste Woche oder bis morgen oder bis, vielleicht sogar bis Samstag. Steckst du nicht drin? Das weiß man jetzt. Das weiß man nicht. So, der Ruf und ich sagen tschüss, tschüss. Ciao. Looks like I'm on time. Just put the spirit in my words and watch the song fly. Jesus saved me, I just came to lift him on high. You took my penalty when I was living offside. And now I'm in your kingdom, things been looking all bright. I put the truth inside the music so they get the message. I guess somebody gotta do it when the tune's accepted. Me and the team, we came to eat, we cooked the food and blessed it. No weapon form shall stand, just do like Ralph and wreck it. I ain't take the class, I clept it. I'm on a vibe, I checked it. They said to watch your step, but I've been up in heaven. No time for playing games, cause
cause I know I can't play it safe with my ambition in the way. I try to keep it separate. I'm thinking less about getting money just to buy some clothes. I'm thinking less about building names that everybody knows. I'm thinking less about walking stages, playing sold out shows. I'm thinking everything we see the glitter.